Kurt Masur als Dirigent und Orchesterleiter ist er auf allen großen Bühnen zu Hause. Ein Weltbürger, der in den Wendejahren auch zum Politiker wurde. Er öffnete das Leipziger Gewandhaus für Diskussionen und war später als möglicher Bundespräsident im Gespräch. In New York gefeiert, erlebte er zugleich den Terror des 11. September. Aus dem Berliner Hotel Adlon, Hans-Jürgen Rosenbauer im Gespräch mit Kurt Masur. Ja, Leipzig, New York, Paris, jetzt Berlin. London. London. Ja. Wo sind Sie zu Hause? Als Musiker ist man schnell wieder zu Hause, wenn man schon mal da war. Und ich glaube, man gewöhnt sich daran in der heutigen Zeit, wenn man im gewissen Sinne auch international tätig ist, dass man sich einstellt darauf, dass man sich schnell wieder heimisch fühlen kann, wenn man Freunde, Verbündete und Mitstreiter hat. Und was fällt Ihnen bei dem Begriff Heimat ein? Eigentlich Schlesien. Da, wo ich groß geworden bin, da, wo ich angefangen habe zu studieren und wo ich jetzt vor 12 Jahren gemeinsam mit polnischen Freunden in Brieg und Breslau, in meiner Geburtsstadt in Brieg, ein Musikfestival begründet hat, was Festival der Freundschaft hieß. Einfach um die Menschen wieder nahe zu bringen, die sich voreinander gefürchtet haben, wo große Spannungen waren. Und ich muss sagen, das ist eigentlich das schönste Erlebnis, sagen zu können, es ist immer noch die Heimat, die mir Liebe ist. Und es ist verbunden mit einer Reihe von mich prägenden Erlebnissen, wenn ich wieder zurückkomme dorthin. Wir sind schon sehr zusammengewachsen, auch die polnischen Menschen, die dort leben jetzt. Und ich bin darüber natürlich froh. Sind Heimatgefühle auch mit Ihren Jahrzehnten in der DDR verbunden? Das ist ganz normal. Die Negative müssen wir nicht betrachten. Die kennt jeder. Die sind sogar noch überzogen dargestellt worden eine Zeit lang. Ich würde es am Beispiel von Katharina Witt, mit der wir sehr befreundet sind, einmal aufzeigen wollen. Und zwar, sie kam zu einem Konzert in Leipzig, was wir zugunsten der Haltung der Hochschule für Körperkultur gespielt haben, im Gewandhaus. Und das war die Zeit, in der sie gesagt hat, warum muss ich die Heimat verleugnen, die aus mir das gemacht hat, was ich heute bin, als Eiskunstläuferin. Und sie litt natürlich wahnsinnig darunter, dass sie davor auch in allen westlichen Medien die Eisprinzessin war, die aus der DDR kam und plötzlich die rote Ziege wurde. Ich muss sagen, die Haltung von ihr hat mir enorm imponiert, weil sie damals schon gesagt haben, warum muss ich das verleugnen, was mich geprägt hat, was mir lieb war, obwohl ich weiß, wie viel Negative damit verbunden war. Christoph Dickmann hat in der Zeit eine interessante Beobachtung wiedergegeben, nämlich, dass es ein Problem für den Westen war, ein Kollektiv von 16 Millionen Ostdeutschen zu akzeptieren, die alle sagten, wir sind auch Deutsche, die aber kein Problem damit hatten, einen Einzel-Ossi zu akzeptieren. Haben Sie sowas je gespürt? Ja, natürlich. Es war eigentlich nur am Anfang eine ganz euphorische Stimmung, das wissen wir ja. Das Miteinander, sogenannten Ossis wurden sehr freudig begrüßt. Die Probleme kamen dann später. Aber ich glaube, die Hauptprobleme lagen daran, dass natürlich die Menschen, die in der DDR lebten, sich viel mehr darum gekümmert haben, wie die Menschen leben, die im Westen gelebt haben, im Westen Deutschlands, viel genauer wussten, wie es denen geht und welcher Weise dort auch positive oder negative vorhanden waren und umgekehrt eigentlich da wenig Wissen und auch wenig Fragen waren. Und das wissen wir, dass es sogar bei der Regierung so war, dass die Vorstellung von der sogenannten DDR sehr vage war und man war entsetzt, als man das Land dann betreten hat, wie viel mehr Negatives im Wirtschaftsbereich zum Beispiel vorhanden war.
diese derzeitige Ostalgiewelle, die durch die Fernsehanstalten läuft, in meinen Augen betrachtet sie die DDR ein bisschen wie ein Kuriositätenkabinett. Auf der anderen Seite wird aber auch ein Stück DDR gezeigt, das bisher gar nicht vorkam. Wenn Sie das so wahrnehmen, kann es sein, dass da doch das Bewusstsein der ehemaligen DDR-Bürger gestärkt wird, die sagen, es gab uns auch jenseits dieser negativen Schilderungen, die Sie gerade erwähnt haben. Also im falschen System das wahre Leben. Wenn ich an Russland denke, muss ich sagen, dass unter der Stalin-Ära, unter diesem wahnsinnigen Zwang, die Kultur geblüht hat wie nie zuvor. Und jetzt haben wir eine totale Anarchie. Und es kommt immer darauf an, wie man mit den Dingen umgeht. Und ich glaube, ich möchte mich von etwas abgrenzen. Es hat manchmal den Anschein, als ob die Medien damit recht interessante Sendungen gestalten wollen. Und das ist nicht ein Vorwurf gegen Sie. Ihre Fragen sind sehr ernst. Für mich ist das Problem immer noch sehr ernst und es sollte nicht in den Bereich der Unterhaltung abgleiten. Man kann sich über die DDR nicht unterhalten. Es gab so viel Negative und das haben wir kennengelernt und wir haben dagegen gekämpft. Aber es gab Dinge, die wertvoll waren und die verloren gegangen sind jetzt. Und zwar war das das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen. Das typische Zusammenhalten, wenn man jemanden als Freund erkannt hat, unter Druck. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist jetzt mehr und mehr dem typischen Egoismus gewichen. Der heißt mehr Geld, besseres Auto, besseres äußeres Leben. Und ein paar Dinge sind verloren gegangen damit. Sie sind gerade mit 130 jungen Musikern aus aller Welt auf Deutschlandreise, dankenswerterweise organisiert von der Deutschen Stiftung Musikleben. Mhm. Wie reagieren diejenigen, die nicht aus Deutschland sind, auf dieses Land? Mit einer ungeheuren Neugier, mit einer Besessenheit, das Land kennenzulernen, in dem man weiß, hier sind kulturelle Traditionen, die man gar nicht kennt in vielen anderen Ländern oder so nie spüren gelernt hat. Es gibt wunderbare Begebnisse und Ergebnisse mit diesen jungen Menschen. Und ich glaube, dass jetzt besonders, und das ist nicht nur durch das Orchester, sondern vorher durch meine anderen Erlebnisse auch mit Studentenorchestern, mit jungen Menschen, chinesischen jungen Menschen in Taiwan, in Taipei, koreanischen, japanischen sowieso, schon seit längerer Zeit, dass der Hunger nach der sogenannten westlichen Kultur so enorm ist, dass diese jungen Menschen, ganz gleich was sie anfangen, ob sie lernen, ein Instrument zu spielen oder zu singen oder etwas von unserer Kultur wiederzugeben, das mit einer Besessenheit tun, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht überschwemmt werden mit Menschen, die unsere Kultur nicht als so etwas Selbstverständliches annehmen, wie wir es tun. Beobachten Sie diese Besessenheit auch bei jungen deutschen Musikern? Das gibt es, aber ich würde sagen, das sind meistens deutsche Musiker, die aus den Rudimenten des Bildungsbürgertums stammen. Unsere Erziehung in den Schulen ist darauf nicht mehr ausgerichtet. Und das ist für mich die größte Befürchtung für die Zukunft. Ich habe in der letzten Zeit Begegnungen gehabt, besonders mit jungen asiatischen Menschen, die mich hingerissen haben, mit ihrer Begeisterungsfähigkeit, mit ihrem Bekenntnis zu unserer Kultur, dass ich sagen würde, wir müssen als die führende und ältere Generation in Deutschland uns wieder im Klaren darüber sein, was für eine Jugend wir brauchen
Unsere jungen Menschen haben dieselbe Qualität wie die anderen auch. Aber wir lassen viele wild aufwachsen. Viele werden gebildet und bekommen dann keine Arbeitsstelle. Viele werden hoffnungslos oder zumindest apathisch. Und ich muss sagen, wir müssen schnell aufwachen. Es gibt in diesen Ländern eine Geburtenrate, die ums 5-, 6-, 7-fache höher ist als in den sogenannten Entwicklungsländern. Aber in den Entwicklungsländern entstehen gebildete Menschen, die in erschreckend hoher Zahl dasselbe Niveau aufweisen wie unsere gebildeten Menschen. Nun könnten wir uns ja darüber prinzipiell freuen, aber das Problem, das Sie ansprechen, ist natürlich ein anderes. Sie haben schon 1996 bei Ihrem Abschied aus Leipzig beklagt, dass die Politik Kultur nicht mehr wichtig genug nimmt. Wenn wir abbauen, bauen wir Kultur ab. Und eigentlich nur damit begründet, dass Politiker sagen, wir haben doch immer noch viel mehr Theater oder Orchester als jedes andere Land. Aber damit unterschätzen, dass jede kleinere deutsche Stadt, die bisher ein Orchester hatte, sich damit identifiziert hat. Und das war ein Stolz der Bürger und das war ein Stolz, der in dieser Stadt war, der durch noch so angenehmes Leben oder äußere Gegebenheiten nicht ersetzt werden kann. Wir verlieren Glauben, wir verlieren Zielrichtungen in geistiger Hinsicht. Und diese Orientierungslosigkeit wäre die größte Gefahr für Deutschland. Ich bin sicher, Sie treffen Politiker und sprechen mit ihnen darüber. Wie reagieren die? Ich habe vor ein paar Tagen ein Gespräch mit Helmut Schmidt gehabt. Sehr lang, sehr eingehend. Ein Mann, dessen Kenntnis und dessen Visionen noch so frisch sind wie je zuvor. Und leider haben wir dasselbe herausgefunden, was ich vorhin beschrieben habe. Die Begegnung mit Helmut Kohl war so, und das war zu einem Zeitpunkt, als er in der DDR den Menschen sehr viel versprochen hatte, bevor es überhaupt zum Austausch, zum Tragen kam. Und er auf meine Frage, warum haben Sie den Menschen so viel versprochen, sind jetzt enttäuscht, sagt er, ja, wir mussten ja erstmal gewählt werden, um wieder an der Macht zu sein. Und das war vielleicht eine der typischsten Äußerungen, die man heute von fast jedem Politiker bekommt. Die Macht. Und ich hoffe, dass diese Generation, die jetzt aufwächst, hochintelligent, auch altmodisch, sie verlieben sich genauso altmodisch wie wir damals, dass diese junge Generation Wege findet, um aus diesem Machtbedürfnis jedes Menschen einen neuen Geist und vielleicht eine Art neuer Demokratie zu entwickeln. Wir haben Ansätze dafür und es gibt junge Menschen, die dazu auch schon Gedanken äußern. Ich hoffe, dass der Mut dazu kommt, und dass man sich an anderen Vorbildern orientiert, als an den Traditionen, die wir bereits haben. Ich spitze das mal ein bisschen zu, was Sie eben gesagt haben. Dann könnte man sagen, Politik heute, um Macht zu bekommen oder zu behalten, legitimiert für sich selbst auch die Täuschung. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben... Unsere Menschen in Deutschland haben so viel hinter sich. Ich bin ja noch in den 70ern. Ich habe gestern einen 90er getroffen, der noch mehr erlebt hat. Aber wenn ich die Wandlung der Menschen betrachte, die ich beobachten konnte,
dann ist das eigentlich für Deutschland eine wahnsinnige Prüfung gewesen im 20. Jahrhundert, was geschehen ist. Die zwei Kriege, die ja schon unsere Schuld waren. Die Vereinigung, die vielleicht hätte klüger gesteuert werden können. Und jetzt das Hineinwachsen in eine Gemeinsamkeit, die kommen wird. Aber wo eigentlich diese Generation dazu nicht so fähig war. Wir sind keine geborenen Demokraten und wir haben schon gar nicht solche Traditionen, wie sie England hat. Aber ich glaube, wir haben genügend gebildete Menschen, auch gebildete junge Menschen, die in der Lage sein werden, ein Leben aufzubauen, wo die Macht nicht das Recht hat und wo das Geld nicht die Macht hat, um das Recht zu haben. Ich habe in dieser Biografie einmal ganz kurz geäußert, dass für mich die Menschen, die Geldmacht besaßen und die Menschen, die politische Macht besaßen, die gleichen Gesichter haben. Das ist so. Wenn ich Sie als romantischen Idealisten beschreiben würde, würden Sie sich ganz missverstanden fühlen? Da fehlt mir ein bisschen auch der Realist, der ich auch bin, weil ich einen wachen Verstand habe. Aber romantisch bin ich insofern, als ich zuerst einmal, wenn ich einem Menschen begegne, an das Gute in ihm glaube. Für mich war eine der faszinierendsten Aussagen eines Musikers über einen Dichter und Schriftsteller. Das war, als Janáček das Totenhaus von Dostojewski komponiert hat. Er schrieb, diese Figuren sind für mich so faszinierend, weil sie beweisen, dass in jeder Kreatur ein Funke Gottes steckt. Da hätte eine erste und zweite und dritte Welt keinen Platz. Wenn Sie jemanden, der noch gar keine Erfahrung mit klassischer, mit ernster Musik gemacht hat, in sein erstes Konzert schicken müssten, was würde gespielt? Gibt es viele Werke. Wenn ich den Menschen kennen würde, könnte ich präziser sein. Es gibt junge Menschen, die kann man mit Stravinsky sehr überzeugen. Es gibt Menschen, die aus einer Schostakowitsch-Symphonie mehr nach Hause nehmen als aus einer Beethoven-Symphonie. Das kommt auf die Hörgewohnheiten an, die er vorher hat und auf die Erwartung, die der Mensch hat. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel, ich hatte in Dresden eine Verbindung, eine Art Patenschaft mit den dortigen Atomphysikern, dass die auf zeitgenössische Musik viel positiver reagiert haben als auf romantische. Die haben eine andere Erwartungshaltung gehabt. Und in jedem Falle wäre es für mich nicht opportun, so jemanden zu konfrontieren mit musikalischen Experimenten, sondern es müsste eine menschliche Aussage dahinter stehen, damit er begreift, dass die Musik nicht verstanden werden muss, um Wirkung zu erzielen. Und wir sind viel reicher als die meisten anderen Sprachen. Und ich benutze das Wort auch sehr oft Musikern gegenüber. Habe ich gesagt, ihr
habt verstanden, aber ihr habt nicht begriffen. Dieser Unterschied zwischen etwas mit dem Verstand verstehen, aber nicht begreifen können, ist, glaube ich, eine der besten Beschreibungen des Zustandes, dem ich erwarte, jemand, der Musik hört, sich befindet. Sie gelten als Dirigent, der großen Wert aufs Handwerkliche legt. Und da gibt es für mich eine Verbindung auch zu den Künstlern in der DDR, den bildenden Künstlern, die auch sehr handwerklich geprägt waren. Und das war ja auch eine Diskussion nach der Wende zwischen den Künstlern, die in die Bundesrepublik gegangen waren und denen, die geblieben waren. Ist das ein Stück Tradition der DDR, dass das Handwerk ganz stark betont wurde? Ich weiß nicht, was in meinem Dirigent mit Handwerk. Das ist mir im Augenblick ein völlig fremder Begriff. Ich fühle mich in der Hauptsache verbunden dem Erbe eines Komponisten. Das hat mit Handwerk nichts zu tun. Ich weiß um das Handwerk eines Musikers. Und ich weiß auch, Dinge technisch zu erklären, wenn ich bestimmte Ausdrucksmomente herausarbeiten will mit einem Orchester. Aber das ist mehr die Gründlichkeit und das Verantwortungsbewusstsein gegenüber einer Komposition. Wenn ich manche junge Dirigenten heute erlebe, die gar nicht hinterfragen, was ein Komponist gemeint hat, nur sagen, ich empfinde es so, dann ist das eine Art Selbstherrlichkeit, die mir völlig abgeht. Ich habe daran gearbeitet, uneitel zu sein, was vielleicht keinem Menschen hundertprozentig gelingt, mir auch nicht. Aber ich habe nie versucht, meine Persönlichkeit so in den Mittelpunkt zu stellen, dass man das Gefühl hat, ohne den können die überhaupt keinen Ton spielen. Es gibt große Orchester, die perfekt spielen. Aber reicht Perfektion? Naja, für mich ist Perfektion einfach genau das, was fast nie erreichbar ist. Technisch Perfektion, das Spielen ohne Risiko, um ja um Gottes Willen keine falsche Note oder keinen Fehler zu machen, ist ganz selten zu verbinden mit dem totalen Bekenntnis zum Geist und dem Inhalt einer Musik. Man muss das Risiko eingehen, in manchen Momenten. Auch als Interpret das Risiko eingehen, dass man nah an die Grenze kommt, die Kontrolle nicht mehr zu besitzen. Es gibt einfach Musiken, die eine Leidenschaft brauchen, dass sie, die fast unkontrolliert ist. Dann erst hat sie ihre Wirkung auf die Menschen. Und das Entscheidende für mich war eigentlich immer, und das war in der Hauptsache meiner Arbeit in New York, ein perfekt spielendes Orchester dazu zu bringen, dass es sich selbst stört, wenn es meaningless spielt. Wenn es spielt ohne die Botschaft, die in einer Musik steckt, dem Publikum zu vermitteln. Reagieren eigentlich Orchester in unterschiedlichen Ländern anders auf Sie? Jedes Orchester reagiert anders. Das hat mit Nationalität nichts zu tun? Überhaupt nichts zu tun. Jedes Orchester, manche sind am Anfang schockiert, das waren auch die New Yorker. Und als ich dann von meinen beiden Solobratscherinnen einmal den Ausdruck hörte, wir lieben seine nackte Wahrheit, die er uns sagt, dann hatte ich das erste Mal das Gefühl, jetzt beginnen sie mich zu verstehen. Weil ich habe es gelernt von einem großen Mann hier in Berlin, von Walter Felsenstein, dem es gelang, mit seinem Wortreichtum in der deutschen Sprache
einem Sänger manchmal nur ein Wort zuzurufen. Und er konnte sofort die Verhaltensweise dieser Sänger sofort verändern, weil das richtige Wort war zum richtigen Augenblick. Und das sind Dinge, die in unserem Bereich einfach notwendig sind. Diplomatie im Bereich der Kunst geht nicht. Im Bereich der Politik wäre sie wünschenswerter, als sie im Augenblick stattfindet. Hatten Sie manchmal Schwierigkeiten mit Ihrem Anspruch, gelegentlich preußisch genannt, das Disziplin zu halten? Das ist völlig falsch. Wer mich preußisch genannt hat, war völlig falsch. Und das sind die Leute, die von außen gucken und sagen, der ist Deutscher. Wie deutsch bin ich mit dem Namen Masur? Wie deutsch bin ich mit dem Namen eines Volksstammes, der polnisch ist, der slawisch ist? Und ein Kritiker in New York hat mir einmal sehr wohlgetan in New York geschrieben, welcher Idiot in Deutschland hat denn geschrieben, das sei ein preußischer Kapellmeister. Sie haben nach dem 11. September Ihre Solidarität gezeigt mit den Opfern. Sie haben aber auch den Krieg in Afghanistan kritisiert. Wie reagieren Amerikaner, US-Amerikaner darauf, wenn sie jetzt möglicherweise den Krieg gegen den Irak kritisieren? Das weiß jeder, dass ich das täte, wenn ich gefragt würde. Viele, die sagen, er ist eigentlich kein New Yorker. Aber viele, die sagen, er ist ein echter New Yorker, weil er seine Meinung sagt. Und das Land ist so voller schillernder Persönlichkeiten, dass ich sagen muss, wir haben wahnsinnig viele Freunde in New York. Wir fühlen uns zu Hause in New York. Aber es ist typisch amerikanisch zu sagen, wenn Ihnen die Politik des Landes nicht gefällt. Man schämt sich nicht für den Präsidenten in Amerika. Man sagt, das ist die Bush Administration. Und damit hat man sich abgegrenzt. Wir in Deutschland, wir schämen uns für Hitler. Das ist eine ganz seltsame Erscheinung, dieses Trennen können von Dingen, von denen ich sage, das betrifft mich nicht, ich habe eine andere Meinung. Das ist auf der einen Seite eben jene freie Meinungsbildung, die man in Amerika vorfindet. Aber in Zeiten, und das war ja in Deutschland auch so, in Zeiten, in denen Kriege stattfinden, versteht man keinen Spaß, wenn jemand sich gegen das Land äußert. Auf einmal sind alle Patrioten, weil ihre Männer, ihre Söhne dort kämpfen. Das wäre bei uns auch so. Die Soldaten, die haben nicht alle für Hitler gekämpft, die haben für das Vaterland gekämpft. Und wenn man das weiß, dann versteht man einfach die Bewegungen, die in Amerika stattfinden. Im Fernsehen gab es viele kritische Stimmen und auch viele offene Diskussionen. Das, was im Nazi-Deutschland überhaupt nicht denkbar gewesen wäre und was bei uns auch nur in Ansätzen bei einigen starken Persönlichkeiten in unserem Fernsehen bemerkbar ist. Aber wir haben, glaube ich, ein bisschen schon dazugelernt. Und ich hoffe, es geht noch weiter in Deutschland. Schönen Dank, Herr Masur, für dieses Gespräch.